Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zurück zu My Summer Car hier am Montag. Wir haben immer noch Montag. Wie viel Uhr haben wir denn? 6. Wow. Die Zeit ist irgendwie gar nicht umgegangen. So, erstmal kurz was kauen. Eine Kleinigkeit trinken. Wunderbar. Ganz kurz duschen. Gleichzeitig pinkeln. Das ist so eine Kombination, die hier perfekt ist. Bin echt ganz schön eklig hier. Habe ich damit kein Problem, glaube ich. Nein. Wunderbar. Ich glaube, was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein neuer Bierkasten, oder? Wir haben den noch komplett leer gemacht. Kriegt man dafür eigentlich Pfand? Ich glaube nicht, oder? Wir bräuchten mal neues Bierchen, um irgendwas zu feiern. Und wenn es die Rallye ist. Obwohl, dann haben wir noch das starke Mega-Zeug. Ja, wir gucken mal, was wir hier letztendlich veranstalten. Hier ist noch alles beim Alten. Vielleicht für heute Abend ein bisschen Feuerholz mitnehmen. Damit es uns schön warm ist. Wo ist unser Van? Ah ja, stimmt. Der liegt ja noch auf der Seite. Dann gehen wir kurz Feuerholz hier mit holen. So. So tragisch ist das hier nicht. Auch ein ganz schön zuverlässiges Fahrzeug. Geht eigentlich nie kaputt. Außer man provoziert natürlich das Ganze. So. Gehen wir kurz ein bisschen Feuerholz holen. Das stellen wir ganz kurz hin. Zack. Wunderbar. Na also. So, ich denke mal, das reicht auch schon an Holz für unseren kleinen Backofen, den wir da haben. Na komm. Super. Ja, passt doch. Dann haben wir auch mal ein bisschen Feuerholz für zu Hause, damit die Bude mal schön warm ist. Ist zwar jetzt ein bisschen eng hier drin, aber es ist ein verdammter Traktor. Und keine Großraumbude oder so. Von daher... Läuft doch gut. Ich wollte euch noch was fragen. Und zwar, habt ihr Interesse an LS17 nochmal? Ich krieg so ein bisschen das Kribbeln in den Finger. Und dachte, komm, wäre doch nochmal cool. Muss mal ganz kurz gucken.
dass wir die Hydraulik nochmal kurz umstellen. So. Wunderbar. Es geht ja alles viel zu einfach hier. Als ob wir das jahrelang geübt hätten. Kurz die Tür schmeißen. Okay, das ging nicht. Schade. So. Und dann machen wir uns heute Abend mal einen gemütlichen am Kaminfeuer. Ich frage mich nur gerade, wie viel Holz da nochmal reinkommt. Okay, das ist schon zu viel. Ja, dann. So. Ah. Perfekt. Sehr gut. So muss das aussehen. Und die letzte Modern Talking CD, die wir hatten, wird natürlich mit verbrannt. Ah, Leute. Eigentlich muss man ja wirklich sagen, dass wir extrem viel geschafft haben in My Summer Car. Und es macht jeden Tag eigentlich tatsächlich genauso viel Spaß wie vorher. Und das Interessante an My Summer Car finde ich ja, dass man immer wieder was anderes machen kann. Wie jetzt zum Beispiel, ich setze mich hier gemütlich hin am Kaminfeuer. Alles ist schön, es ist warm, es ist kuschelig. Alles ist gut. Ich finde es toll. Ich könnte die Szene zum Beispiel jetzt aufnehmen, in einer Schleife für einen Stream als Hintergrund laufen lassen. Wäre auch cool. Gibt es mittlerweile Grafikeinstellungen, die ich nicht habe? Ja, ich mach mal 70er, Field of View. Oh, das ist viel angenehmer, man sieht deutlich mehr. Sieht positiv aus. Zeichnendistanz habe ich. Show FPS, ich weiß gar nicht, wie viele FPS wir gerade haben. 70. Also mit meinem System habe ich 70 Bilder pro Sekunde. Es interessiert euch ja zwischendurch immer mal, was man so hat. Und deshalb lassen wir das Feuer jetzt mal knistern und fangen an aufzuräumen. Ich denke, unser Kühlschrank sollte Ort Nummer 1 sein, der Ordnung. Von daher werden wir jetzt unseren Kühlschrank aufräumen. Es hört sich zwar doof an, aber ich meine, es ist eine Überlebenssimulation. Das heißt, es ist doch ein dezenter Realismus erforderlich, um hier zu überleben. Was macht die Wurst denn da hinten? Die friert uns nachher noch hinten fest. Dann haben wir einen Salat. Dann wollen wir eine Wurst haben und dann ist die Verpackung festgefroren oder so. Ich kenne das Spiel. Ohne Spaß. Ich kenne es wirklich. So. Das ist jetzt hier nicht viel Arbeit oder so. Falls ihr meint, das ist jetzt hier ein 5-Stunden-Werk an Arbeit. Nein, kann ich euch beruhigen. Es sind nur 4 Stunden, die wir dazu benötigen, den Kühlschrank ordentlich aufzuräumen. Zumindest so ordentlich, wie er es zulässt. So. Wunderbar. Einmal da reinschmeißen. So. Perfekt. Und gerade daneben. Meine Würstchenpyramide ist ein bisschen buggy, sehe ich gerade. Aber es hält. 2 Packungen Milch haben wir noch. Das heißt, wir müssten eigentlich einkaufen, weil ich würde den Kühlschrank immer gerne proppe voll haben. Gehen wir flott einkaufen. Ich meine, der Feuer hört jetzt eh gleich auf. Es sind nur noch 2 Holzstücke drin. Die Modern Talking CD dürfte dann auch fertig sein. Oder wir... Na komm, wir räumen erstmal kurz die Garage auf, weil die sieht auch extrem schlimm aus, Leute. Ach ja. Ich meine, Ordnung ist wirklich wichtig, ja? Zu viel Ordnung sieht komisch aus, aber wenn alles an Ort und Stelle ist, findet man natürlich auch alles. Wir gucken nochmal hier rein, ob es da was Neues gibt.
was wir wieder nicht mitbekommen haben, aber ich glaube, wir haben momentan alles aus dem Katalog. Das ist auch gut so. So, dieses Flywheel, was ich bin mir noch nicht sicher, was ich damit machen soll. Ob ich es einbauen soll oder nicht. Ich habe es mal bestellt. Es ist da und gut ist. So, die Anlage mache ich da oben hin. Wenn wir sie benötigen, weiß ich, wo sie ist. Ich glaube, das hier ist noch das klassische Radio. Dann haben wir das Lenkrad noch hier. Wir haben den Radiator hier und die Christmas-Beleuchtung für die Weihnachtsfeier. So. Dann habe ich hier noch die Uhr. Die wird auch nicht benötigt. Von daher bleibt sie auch da oben. So, dann habe ich hier eine Batterie. Eine Funzel haben wir hier. Ist nie verkehrt. Reifen schön sortiert, den Ölfilter, die Motorhaube, die kann da ruhig stehen bleiben, die stört da nicht. Wagenheber, Motor, Zeugs, Dings da, Bums da, kann auch da liegen bleiben. So, die Billigreifen. Die können wir eigentlich im Übrigen auch beziehen mit normalen Straßenreifen oder so. Weil wenn keine Rallye ist, sollten wir vielleicht dann drüber nachdenken, unsere Reifen natürlich zu wechseln. Weil das Problem ist natürlich, die Reifen nutzen ab und irgendwann haben wir dann ein kleines Reifenproblem. Ein größeres. Also kein kleines mehr, ne? Denn dann fängt das richtige Problem an. Ein Reifenplatzer unterwegs ist, glaube ich, nicht so schön. Denke ich zumindestens. Ich denke mal nicht, dass ich dann im Auto sitzen werde und denke, geil! Endlich ist mir mal ein Reifen geplatzt, obwohl wir haben es in einem Livestream versucht, platzen zu lassen. Gut, ich fühle mich jetzt schuldig. So. Kanister dahin. Ölkanister hierhin. Den Filter, da das ein Zusatzteil ist, stelle ich mal hier hinten hin. Ich weiß auch nicht, ob wir jemals den zweiten Filter irgendwie benötigen. Ich glaube nicht dran. Moment. Ich möchte das schon so ein bisschen realistisch gestalten. Jetzt bleibt doch mal da oben bitte liegen. So. So. Und so. Weil wenn das irgendwo drinnen backt oder so, dann sieht es nicht realistisch aus. Jetzt haben wir das weggeräumt. Jetzt haben wir hier nochmal eine volle Pulle Öl. Sehr gut. Wir können die ja nebeneinander stellen. Ich glaube, das sieht besser aus. Ja, genau. Jede Menge Bremsflüssigkeit haben wir hier noch. Und jegliche andere Flüssigkeit, weil das ist ja irgendwie für alles gedacht hier im Spiel. Von daher... Es ist ja nicht nur reine Bremsflüssigkeit, sondern auch für die Kupplung gedacht. Alle brauchen Dot 4. So, ja, ne? Ja, das sieht gut aus. Haben wir auf jeden Fall viel Platz. Gut, der Krimskrams hier. Ach, hier ist ja noch ein bisschen, noch mehr Bremsflüssigkeit. Ein bisschen ist gut. Das ist ganz schön viel. Wieder zwei Flaschen. Naja. Egal, was passiert. Entweder gehen die Bremsen kaputt, aber ich glaube nicht, dass wir jemals stehen bleiben werden, weil wir zu wenig Bremsflüssigkeit haben. Unwahrscheinlich, würde ich behaupten. So, was haben wir noch? Würstchen für den Kühlschrank. Ich meine, die sind jetzt was warm. Ich liebe dieses Geräusch, ne? Wenn gleich natürlich das Haus in Flammen steht, liebe ich das Geräusch nicht mehr. Dann ist das zu viel Knistern. Versteht ihr? So, den Rennsitz, den platziere ich hier vorne hin. So, etwas cooler in die Ecke. Geht das? Ja, ne? So. Das sieht cool aus. Jetzt haben wir hier nochmal eine Flasche Öl. Warum auch nicht, ne? Ich meine, wir haben erst zwei. Jetzt haben wir drei. Falls mal eine leer geht, haben wir auf jeden Fall noch zwei Ersatz. Den ganzen Alkohol, den transportieren wir nächste Woche. Dann haben wir hier noch die
Folie für die Folierung des Fahrzeuges. Also für die Scheibenfolierung. So. Und dann würde ich sagen, ist unsere Werkstatt aufgeräumt, außer der Alkohol. Ich meine, der kann auch da stehen, liegen bleiben. Aber den räumen wir natürlich nächste Folge noch weg. Dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann, bleibt gesund, danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao.